Du weißt nicht, ob du was mit Menschen oder mit Computern und Technik studieren sollst? Beim Studiengang Human Computer Interaction geht beides. Am Anfang war das Coden für mich echt schwierig, aber dank meiner Profs und Kommilitoninnen habe ich super hinbekommen. Informatik und Mathematik auf Abi-Niveau und solide Kenntnisse in Deutsch und Englisch solltet ihr bestenfalls mitbringen. Am wichtigsten ist aber ein echtes Interesse am Menschen. Im Fokus des Studiums steht die Entwicklung und Erprobung multimedialer und interaktiver Mensch-Computer-Schnittstellen, wobei immer der Mensch im Zentrum steht, was ich richtig gut finde. Bei Human Computer Interaction oder kurz HCI kombiniert ihr Psychologie und Informatik. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass ihr mit dieser Kombination die Zukunft verantwortungsvoll digitalisieren könnt. Und ein guter Job ist euch nach dem Studiengang auf jeden Fall sicher. Egal ob Automobilbranche, digitales Entertainment, Gamesentwicklung, Medizin oder Consulting. Einfach überall, wo User Experience eine Rolle spielt. Und ihr könnt euch dabei auch mit echt coolen Namen wie zum Beispiel Product Owner, Usability Engineer oder User Experience Researcher schmücken. Im Mittelpunkt des Studiums steht die Usability und die User Experience interaktiver Produkte. Dafür belegst du zunächst in den Grundveranstaltungen Informatik und Psychologie und lernst dann die Grundlagen interaktiver Benutzerschnittstellen kennen. Dabei ist es besonders essentiell, die Nutzerbedürfnisse zu erfassen und zu verstehen und daraus Produkte entwickeln zu können. Das reicht von Bereichen wie der Medizin bis hin zur Politik oder Religion. Das HCI-Studium an der Uni Würzburg ist doch gerade deswegen so special, weil es den Fokus auf menschzentrierte künstliche Intelligenz setzt. Es geht vor allem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in Bereichen wie Industrie, Medizin, Therapie und Schule gestaltet werden soll oder wie wir KI besonders gendergerecht, fair oder transparent entwickeln können. Hast du ein konkretes Beispiel dazu? Ja, wir hatten tatsächlich letztes Jahr ein Seminar, da haben wir geschaut, inwiefern die Ausdrucksweise und die Verkörperung eines virtuellen Agenten das Vertrauen in KI beeinflussen kann. Hört sich cool an. Ja, voll. Ihr bekommt hier das All-Inclusive-Paket, nämlich die grundlegende Ausbildung in der HCI, Bachelor und Master, sowie die aktuellste Ausbildung in Zukunftsthemen wie KI, XR und Metaverse. Bei XR, also Extended Reality und Metaverse, geht es darum, wie man virtuelle Welten, Agenten und Avatare entwickelt und wie wir zukünftig miteinander interagieren, kommunizieren und arbeiten werden.